Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Weekly Reading. Ich habe heute beim Schneiden festgestellt, dass das hier jetzt das 133. Weekly Reading sein wird, was ich schon irgendwie sehr krass finde. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon durchziehe, und ich mache ziemlich regelmäßig jede Woche ein Video dieser Art, also jede Woche ein Weekly Reading, außer zwei, drei Mal ist es vielleicht ausgefallen, aber sonst. Ich finde das irgendwie sehr erstaunlich und irgendwie auch sehr erschreckend. Aber ja, vor allem, also erschreckend, weil die Zeit so schnell vergangen ist, weil mir das nicht so viel vorkommt. Ja, aber ich wollte mich melden wegen einem neuen Update zu Sunset Beach. Da habe ich heute auch schon ein Kapitel drin gelesen und bin jetzt auf Seite 95. Ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall heute Abend weiterlesen und mal gucken, wie weit ich dann kommen werde. Ich möchte gerne dieses Buch auch noch diese Woche fertig lesen. Das sollte soweit eigentlich ganz gut funktionieren. Vielleicht komme ich ja bis Seite 150. Das wäre eigentlich soweit ganz cool. Das Buch hat ungefähr 500 Seiten. Ich glaube 504 oder sowas. Gefällt mir echt gut. Ich mag Abby sehr, sehr gerne. Und ich bin sehr gespannt. Ihre Eltern haben eine Filmproduktionsfirma und sind beide dort eben auch tätig. Und für ihre Tochter wünschen, also für Abby wünschen sie sich eben dasselbe, dass sie dann eben diese Produktionsfirma irgendwann mal übernimmt. Und ja, Abby hat aber eigentlich ganz andere Zukunftspläne. Sie hat noch nicht gesagt, was für Pläne sie hat. Sie hatte aber schon einen Traum, wo sie etwas gemacht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass genau das ihr Traumberuf sein könnte. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ich werde euch berichten, ob ich recht hatte oder nicht. Was es natürlich ist, werde ich euch nicht verraten. Deswegen, ja. Und dann haben wir noch Leo oder Leo. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, weil er heißt Leo war. Und den finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Vor allem irgendwie so seine Vergangenheit, weil er ist neu dorthin gezogen nach... Ich habe es mit Orten irgendwie nicht so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er dorthin gezogen und geht jetzt eben auf die Schule. Er hat auch noch eine Zwillingsschwester, auf die jetzt Abby auch schon eben mal getroffen ist. Mit Leo gerät sie ja immer mal wieder so ein bisschen aneinander, was ich auf jeden Fall sehr, sehr lustig finde. Und ja, auch wieder mal was ein bisschen anderes finde, dass sie sich nicht von Anfang an toll finden. Sie finden sich von Anfang an schon toll, aber sie fetzen sich halt richtig. Und finde ich eigentlich echt cool, muss ich sagen. Und ich mag halt, wie gesagt, einfach den Schreibstil und den Humor von Kira Licht unfassbar gerne. Deswegen bin ich gespannt, was mich auf den nächsten Seiten noch erwarten wird. Und werde euch dann davon auf jeden Fall berichten. Ja, mein Tag war noch nicht so spannend, weil nämlich mein Opa spontan vorbeigekommen ist und nebendran, ich zeig gerade nach da, weil hier nebendran hinter der Wand ist nämlich die Garage und da arbeitet mein Opa nämlich gerade an einem Auto und er ist schon den ganzen Tag da und mein Opa ist nicht mehr der Jüngste, er ist zwar noch relativ fit mit seinen 79 Jahren, aber ich möchte ihn dann immer ungern alleine zu Hause lassen, wenn keiner da ist. Es ist zwar noch jemand da, aber der Herr ist auch schon etwas älter, deswegen... ist mir das nicht ganz so sicher und ja, wir hatten nämlich kein Wasser mehr und bei den aktuellen Temperaturen ist Wasser sehr wichtig. Also, wenn ihr das seht, trinkt ein Glas Wasser jetzt, während ihr dieses Video schaut. Ich muss mir da auch immer noch ein Beispiel dran nehmen, weil ich da drin auch super schlecht bin. Aber wir hatten eben kein Wasser mehr. Das wollte ich ursprünglich um 10 Uhr einkaufen gehen, dann, wenn es noch nicht ganz so heiß ist, dann kam natürlich mein Opa. Dann konnte ich nicht weg, also habe ich hier zu Hause ein kleines bisschen was gemacht. Dann... ja, kam netterweise noch die Freundin von meinem Opa und hat uns was zum Essen mitgebracht. Und dann hat mein Opa mit seinem Kollegen, Freund, wie auch immer, was besorgen müssen. Die sind gefahren, seine Freundin ist nach Hause gefahren zum Hund. Und ich habe dann die Zeit genutzt und bin dann einkaufen gefahren. Und das war so unfassbar warm, dass ich mir dann erstmal ein Eis gegönnt habe, nachdem ich nach Hause gekommen bin. Natürlich auch ein selbstgemachtes Eis von meiner Mama. Die haben nämlich so eine coole Eismaschine seit letztem Jahr und... jetzt macht sie ziemlich viel Eis selbst. Das sieht man natürlich auch in der Kühltruhe. Wir haben aber das Glück, wir haben eine sehr, sehr große Kühltruhe, die jetzt aktuell auch relativ leer ist, weil wir sehr viel Obst und Gemüse gegessen haben. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das jetzt genau erzähle. Hat, glaube ich, keinen bestimmten Grund. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gucken, was ich noch machen werde. Ich muss heute noch zum Pferd. Da werde ich aber noch ein kleines bisschen warten, wenn die Sonne nicht mehr ganz so extrem scheint. Vielleicht so 17 Uhr oder sowas. Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Mal gucken, wie mein Pferd drauf ist, was ich dann machen werde. Da werde ich auch nicht filmen, weil mein Freund nämlich mitkommt und dann nutzen wir die Zeit einfach immer zu zweit, weil ja, wir sind jetzt auch nicht so extrem oft, weil wir halt eben auch einfach noch nicht zusammen wohnen.
was aber vielleicht im nächsten Jahr mal in Angriff genommen werden könnte, sobald ich irgendwann auch mal einen Job habe. Anderes Thema. Ja, zum Pferd muss ich auf jeden Fall auch noch, da muss ich ein paar Kleinigkeiten machen, wie ihn füttern, putzen, sein Ekzem einschmieren, Hufe auskratzen, Pflege und sowas halt. Und dann gucke ich mal, ob ich da noch ein bisschen was aufräumen kann. Die stehen nämlich jetzt oben wieder auf dem Hof und das wildert alles so den Sommer über ein bisschen zu. Die stehen nämlich, die kommen raus und stehen dann eben dort auf einer Wiese direkt am Hof. Da geht es dann immer noch und dann kommen die halt im Ort verteilt immer auf Wiesen und aber nicht mehr hoch zum Hof. Deswegen kümmert sich da keiner drum und dann sieht es immer nach dem Sommer oder ja, jetzt halt eben aus wie bei Hempels unterm Sofa und da muss mal aufgeräumt werden und Unkraut weggemacht werden, damit man auch mal wieder überall drankommt. Und das mache ich jetzt alles so nach und nach. Ja, das ist nämlich einiges und das muss halt einfach gemacht werden. Es muss auch noch einiges repariert werden, weil da ist so eine Umzäunung um den Paddock eben drumherum aus Holz und die Haflingerstute, die rennt da öfter mal dagegen und die hat halt ordentlich Kraft und dementsprechend kracht da auch öfter mal einfach so eine Latte einfach durch. Was auch jetzt nicht Sinn der Sache ist. Ja, deswegen musste einiges gemacht werden, jetzt noch die letzten Sommertage und den Herbst über, damit sie dann Mitte, Ende November, ich hoffe, sie bleiben relativ lange draußen, dann reinkommen und alles wieder frisch ist. Oder so. Genau. Aber was ich jetzt noch machen werde, weiß ich noch nicht ganz genau. Das entscheide ich dann mal relativ spontan. Ich bin aber überlegen, ob ich nicht mein Neuzugänge-Video abdrehe, weil da hätte ich nämlich auch irgendwie Lust drauf. Und ich glaube nämlich nicht, dass noch irgendwelche Bücher dazukommen werden. Und wenn nicht, werde ich sie euch dann im nächsten Neuzugänge-Video zeigen. Ich glaube, ich werde die Bücher jetzt wirklich mal zusammensuchen und dann das Video abfilmen. Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe gar nicht so viel Zeit, weil mein Akku gleich leer ist. Wir haben heute Donnerstag, 13:55 Uhr. Und ich sage euch, das Wetter macht mich fertig. Die letzten Tage war es unfassbar warm. Heute ist es aber noch relativ warm. Und heute regnet es aber die ganze Zeit und hört wieder auf. Dann regnet es wieder, dann fängt es wieder an. Und das ist ultra nervig, gerade wenn wir Wäsche gewaschen haben und die draußen hängt. Da muss man mal gucken, regnet es. Wenn es regnet, muss man sie wieder reinholen und ja, die Markise reinfahren. Das ist ein bisschen nervig alles gerade, aber ich kriege das geregelt. Stört euch nicht an dem Rucksack hier, das ist mein Kamerarucksack. Und da ich nicht mehr viel Zeit habe, weil mein Akku fast leer ist, beginne ich mit dem Leseupdate zu Sunset Beach. Das habe ich heute Morgen fertig gelesen. Ich hatte gestern irgendwie noch 100 Seiten zum Lesen abends. Dann habe ich zwischendurch immer in meiner Serie geschaut und abends dann noch gelesen, bis um 11:30 Uhr, glaube ich. Um 11:30 Uhr war ich dann aber so müde, ich hatte noch 40 Seiten in etwa, glaube ich. Und die habe ich dann heute Morgen fix gelesen. Ja, ist ein richtig, richtig tolles Buch. Anfangs hatte ich so ein paar Probleme mit den Charakteren. Das war auch teilweise ein bisschen oberflächlich, weil es viel darum geht, wie die Charaktere eben aussehen. Zum Ende hin konnte es mich aber wirklich fesseln und ich hatte mega, mega Bock, diese Geschichte zu lesen. Ich mag den Schreibstil von Kira Licht einfach unfassbar gerne und freue mich deswegen auf Staub und Flammen. Mehr will ich zu dem Buch gar nicht sagen, weil der Lesemonat auch schon demnächst online kommen wird, weil wir ja schon den 29. August haben. Und dann habe ich gestern noch, gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, den dritten Teil von Percy Jackson, Der Fluch des Titanen, glaube ich, von Rick Riordan, beendet als Hörbuch. Hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ich habe dem Ganzen, glaube ich, 3,5 Sterne ungefähr gegeben. Konnte mich auf jeden Fall ganz gut unterhalten. Man merkt aber, dass es auf jeden Fall für Jüngere ist. Ja, ich mache das aber ganz gerne. Auch wie hier sage ich nicht ganz so viel, weil ich mehr dazu dann im Lesemonat sagen möchte. Meine nächste Lektüre wird die Auswahl. Die möchte ich jetzt im August auch noch fertig lesen. Dafür habe ich ja heute, morgen und übermorgen noch Zeit. Ja, genau, bis Samstag habe ich da noch Zeit. Das sollte auf jeden Fall machbar sein, weil ich da, glaube ich, nur noch ungefähr 15% zum Lesen habe. Deswegen sollte das ganz gut sein. Und dann ist die Frage, was lese ich als nächstes? Meine Leseliste habt ihr bisher noch nicht gesehen. Die wird online kommen, nachdem es wieder online gekommen ist. Unter anderem ist aber dabei Flammenflug von Melissa Caruso und Staub und Flammen von Kira Licht. Und ich weiß noch nicht so genau, was ich davon lesen soll. Ich habe Lust auf beide Bücher. Staub und Flammen, einfach weil mir Gold und Schatten so unfassbar gut gefallen hat und ich, wie gesagt, Kira Licht schreibt sie so gut finde. Ich habe aber eben erst ein Buch von Kira Licht gelesen,
Vielleicht sollte ich dann Flammenflug lesen, was auch schon mal auf meiner Leseliste stand und schon wesentlich länger als Rezensionsexemplar bei mir liegt als Staub oder Flammen. Ja, wahrscheinlich wird es als erstes Flammenflug von Melissa Caruso und dann Staub oder Flammen. Dann hebe ich mir nämlich noch ein Kira-Lichtbuch auf. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welches Buch ich als nächstes lesen soll, falls ich noch keins angefangen habe. Aber irgendwie habe ich gerade Lust auf Flammenflug. Ich habe auf jeden Fall Lust auf Fantasy, weil ich jetzt die letzten paar Bücher, zwei Bücher, waren Liebesromane, genau. Deswegen habe ich jetzt Lust auf Fantasy. Und ich glaube, es wird wirklich auf Flammenflug hinauslaufen. Und hier nehme ich Staub und Flammen noch ein kleines bisschen auf. Ich finde das Cover übrigens auch sehr, sehr hübsch. Ich habe es, glaube ich, schon mal angesprochen. Und ich hoffe, ihr könnt den Donner nicht hören, denn es donnert gerade bei uns. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal euch gezeigt habe, aber hier ist ein Mädchen und das Mädchen hat ein Kleid an und dessen Kleid geht eben in diese Schwanzfeder über. Ich glaube, das habe ich sogar in der Leseliste gesagt. Ja, finde ich aber echt, echt schön, dieses Buch. Und ich freue mich auf die Geschichte, auch wenn ich noch nicht so viel Positives darüber gehört habe. Jetzt habe ich aber genug gesagt. Oder vielleicht sage ich euch noch ganz kurz, worum es geht. Bei Flammenflug geht es auf jeden Fall um Syra, beziehungsweise hier geht es um Magie. Und ja, das ist die größte Gefahr, wenn sie außer Kontrolle gerät. Und in Ravera ist es so, dass jedes Kind ins Militär eingegliedert wird und an einen sogenannten Falkner gebunden wird. Und dieser kontrolliert eben die Magie. Und die Feuermagierin Syra konnte diesem Schicksal bis jetzt entgehen, doch dann gerät sie in Gefahr und entfesselt einen magischen Feuersturm. Und durch das Eingreifen der Grafentochter Amalia konnte Schlimmeres verhindert werden, nun sind sie miteinander verbunden und dieser Bund kann nicht rückgängig gemacht werden. Und beide müssen große Opfer leisten. Fordert große Opfer, wie auch immer. Ja, und bei Staub und Flammen, das ist der zweite Teil, dementsprechend werde ich hier zum Inhalt nichts sagen, weil ich mich selbst auch nicht spoilern möchte. Auf jeden Fall geht es hier um Livia, die nach Paris zieht und dort auf Mael trifft. Mael ist ein ganz besonderer Charakter. Ich kann vorab schon mal sagen, hier geht es um die griechische Mythologie. Denn irgendwann kommt es dazu, dass Livia mit Pflanzen reden kann, beziehungsweise Pflanzen sprechen sie auf einmal an und antworten ihr, wenn sie irgendwelche Fragen stellt. Und ich finde das auf jeden Fall super, super merkwürdig. Und dann ist Mael auch noch irgendwie so ganz komisch. Und es passieren ganz, ganz komische Dinge und es sind aber auch tolle Abenteuer. Und ich bin gespannt eben, wie das Ganze hier weitergeht. Und freue mich auf die ganzen Götter, die hier drinne vorkommen. Und natürlich auf Livia und Mael. Ja, damit ihr ganz kurz wisst, worum es geht. Und ja, mal gucken, was ich jetzt noch machen werde. Ich habe heute schon einiges geschafft. Ich müsste heute auf jeden Fall auch noch zum Pferd, aber bei dem Wetter weiß man ja nie aktuell. Ein bisschen schwierig alles. Ich glaube, ich werde jetzt eine Bewerbung fertig machen und die dann wegschicken. Ist ja auf jeden Fall ein Plan. Und heute Abend möchte ich noch Bücher, DVDs und eine CD auf eBay Kleinanzeigen stellen, weil ich die irgendwie anders sonst nicht loswerde. Und bei Rebuy und Momox bekommt man einfach so unfassbar wenig Geld, obwohl die Bücher in noch so gutem Zustand sind. Und wenn ich dann in einem einmal gelesenen Buch, was wie neu aussieht, 1,50 Euro bekomme, sehe ich das ehrlich gesagt irgendwie nicht ein. Ja, vielleicht funktioniert das ja bei eBay Kleinanzeigen. Da habe ich heute schon die Bilder fotografiert, die muss ich ja noch bearbeiten. Und dann werde ich die heute Abend so nach und nach irgendwie da einstellen. Genau, das ist der Plan für heute Abend. Und ja, jetzt setze ich mich, glaube ich, an meine Bewerbung und mache die soweit fertig. Hallöchen, wir haben heute Freitag, 10.17 Uhr und das gleiche Spiel wie gestern. Ich habe den Akku immer noch nicht aufgeladen. Dementsprechend kann ich heute auch wieder nicht viel erzählen, aber es gibt ein Leseupdate und zwar zu Die Auswahl, Cassia und Kai von Ellie Condy. Ich habe gestern weitergelesen, bin aber mitten im Kapitel stehen geblieben, weil ich einfach zu müde war. Ich bin jetzt aber bei 96% und laut meinem Kindle noch etwa 9 Minuten in diesem Buch zum Lesen. Und ich glaube, das werde ich jetzt lesen und dann somit dieses E-Book auch beenden. Dann ist dieser Monat gar nicht so schlecht ausgefallen, wie ich anfangs dachte. Weil wenn ich das Buch gelesen habe, habe ich, glaube ich, 9 Bücher beendet diesen Monat. Was tatsächlich sehr gut ist für mich. Und ich habe auch dann
wahrscheinlich nächsten Monat mein Jahresziel von 50 Büchern erreicht. Ich bin nämlich jetzt, glaube ich, bei 44 oder 45 Büchern. Ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher. Genau, das werde ich jetzt gleich weiterlesen, beziehungsweise fertig lesen, denke ich mal, weil ich muss sowieso auf meinen Vater warten, den muss ich dann irgendwo hinfahren und dann kann ich die Zeit auch dafür nutzen. Den Kamera-Akku könnte ich aufladen, damit ich wieder was für euch filmen kann anständig. Ich habe eigentlich auch noch Ersatzakkus, aber ich mag den Akku, der gerade drin ist, irgendwie am liebsten. Genau, sonst ist für heute noch nicht so extrem viel geplant, muss ich sagen. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wie mein Tag heute aussehen wird, aber das entscheidet sich dann einfach ziemlich spontan. Ja, zu Cassia und Kai, dem ersten Band. Ich muss sagen, ich finde das Buch eigentlich echt gut. Ich komme auch immer wieder rein. Ich habe öfter mal irgendwie größere Abstände zwischen dem Lesen und trotzdem komme ich immer wieder in dieses E-Book und weiß sofort oder in diese Geschichte rein und weiß sofort, was davor passiert ist und kann dem Ganzen wieder folgen. Und ich kann mich auch noch relativ gut an das E-Book oder an die Geschichte erinnern, muss ich sagen. Ich habe so ein paar Probleme mit den Charakteren. Ich weiß nicht genau, warum. Ich finde, Cassia handelt manchmal irgendwie ein bisschen komisch und auch einfach überstürzt, meiner Meinung nach, egal auf was jetzt bezogen. Sie bricht auch ziemlich viele Regeln, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wie ich das finden soll. Ich muss mir da noch mal ein paar Gedanken drüber machen. Ja, auch das, ja, ich finde es, ja, ich weiß nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Ich werde das Buch jetzt auf jeden Fall fertig lesen und dann werde ich den zweiten Band als Hörbuch hören. Das habe ich mir vorgenommen und den dritten Band dann auch. Und dann möchte ich gerne diese Reihe dieses Jahr noch beenden. Ich habe jetzt noch 4 Monate Zeit. Ja, genau, 4 Monate Zeit habe ich dann noch, um dieses Buch zu, oder um diese Reihe zu beenden. Das sollte mir eigentlich gelingen, wenn ich regelmäßig Hörbuch höre, dann muss ich mich dann einfach ein kleines bisschen zu zwingen, aber das sollte schon irgendwie funktionieren. Genau, das ist der Plan zu dieser Reihe. Was ich nach die Auswahl lese, weiß ich immer noch nicht so ganz genau. Vielleicht lese ich auch erstmal Writers in New York von Jess Lima, weil das stand ja auch schon im August oder jetzt im August auf meiner Leseliste und das nehme ich quasi einfach mit in den September. Ja, ich glaube, das werde ich als nächstes lesen, damit ich das auch endlich mal rezensieren kann. Und ja, das ist aktuell so der Plan. Und dann würde ich sagen, melde ich mich später wieder oder nachdem ich das E-Book fertig gelesen habe. Mal schauen, das werdet ihr dann auf jeden Fall sehen. Ja, und ich habe ja auch schon gehört, dass der zweite und der dritte Band von Cassia und Kai nicht mehr so gut sein soll wie der erste Teil. Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommen wird. Aktuell kann ich mir noch nicht ganz genau vorstellen, was da alles passieren. Also ich kann mir schon irgendwie vorstellen, was da passieren wird. Aufgrund der Titel eventuell. Aber ja, ich werde das Ganze einfach mal auf mich zukommen lassen und euch da dann auf jeden Fall von berichten, wenn ich es dann gelesen habe oder gehört habe. Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich an einem Samstag bei euch. Wahrscheinlich wird es auch das letzte Update werden für dieses Weekly Reading, weil ich sehr wahrscheinlich heute nicht mehr lesen werde. Und morgen, den Sonntag, werdet ihr dann wahrscheinlich einfach im Montagsupdate vom nächsten Weekly Reading sehen. Ja, ich bin nämlich heute Abend weg und mein Freund ist hier und dann lese ich ja meistens nicht ganz so viel und also eigentlich gar nicht. Ich habe aber ein kleines Update. Wir haben jetzt 13:36 Uhr. Ich habe eben schon ein paar Bilder gemacht für den Blog und auch für Instagram, weil ich da gerne mal bei der Challenge mitmachen wollen würde, den Monat lang und mal gucken, wie gut das funktioniert. Da habe ich jetzt gerade schon die ersten 2 Bilder vorproduziert. Ja, wie gesagt, für den Blog habe ich eben auch schon ein paar Bilder gemacht für einen Blogpost, der zwar erst übernächste Woche online kommt, aber ich hatte den halt eben schon soweit fertig geschrieben, deswegen habe ich den soweit schon mal fertig gemacht. Ja, ich würde euch aber ein Leseupdate geben, denn ich habe die Auswahl von Ellie Condy fertig gelesen und ich muss sagen, mir hat das Buch echt gut gefallen. Ich bin jetzt gespannt auf den zweiten und auf den dritten Teil. Ich habe aber auch, glaube ich, gestern schon gesagt, dass ich die Teile dann eben als Hörbuch hören werde und ich werde jetzt mit dem zweiten Teil anfangen, wenn ich dann irgendwann mal anfange, Hörbuch zu hören. Ihr kennt ja dieses Dilemma bei mir. Genau, das ist gerade so der Plan. Ich will gar nicht so viel zur Auswahl sagen, weil ja der Lesemonat auch schon bald online kommt und sonst würde ich einfach zu viel vorne wegnehmen. Außer, dass es mir wirklich gefallen hat. Das Ende habe ich mir schon gedacht, dass es irgendwie so in die Richtung gehen wird.
wie es jetzt gegangen ist. Trotzdem bin ich gespannt, was mich in dieser Geschichte noch erwartet. Und ich habe mich jetzt auch, glaube ich, dazu entschieden, Staub und Flammen von Kira Licht zu lesen, weil dann habe ich nämlich eine Reihe beendet und fange nicht wieder eine Reihe an, weil ich auch gerne mal Reihen beenden wollen würde. Und mit Staub und Flammen ist die Dialogie dann eben beendet und ich habe mega Bock auf diese Geschichte. Das sind 640 Seiten, glaube ich, die ich wieder mit Livia und Schmael verbringen kann. Das einzige Negative, was mir an diesem Buch nicht gefällt oder generell an den Büchern von Kira Licht nicht gefällt, ich bin eigentlich eine Kapitelleserin und höre ungern in einem Kapitel auf. Die Kapitel von Kira Licht sind teilweise aber so unfassbar lang, irgendwie so 30, 40 Seiten. Und ja, da muss ich dann manchmal einfach mit einem Kapitel aufhören, gerade wenn ich abends lese, da bin ich halt einfach irgendwann müde und dann schaffe ich die restlichen Seiten einfach nicht. Und ich will ja die Geschichte auch richtig in mich aufnehmen. Das finde ich ein bisschen blöd daran. Aber sonst ist die Geschichte echt gut, sodass ich auch immer zwischen den Kapiteln sehr gut wieder einsteigen kann. Deswegen ist es jetzt da bei den Büchern nicht so ein großes Problem für mich. Ich glaube, das werde ich jetzt lesen, aber ihr könnt mir trotzdem gerne mal in diesem Weekly Reading abstimmen. Bei der Abstimmung, die habe ich euch ja schon eingeblendet, aber wenn ihr da noch nicht abgestimmt habt, ja, könnt ihr oben aufs i klicken und dann kommt ihr trotzdem zur Abstimmung hin und könnt euch entscheiden zwischen Staub und Flammen und Flammenflug. Ich bin sehr gespannt, wofür ihr voten werdet, aber irgendwie habe ich gerade, auch wenn ich beim letzten Mal gesagt habe, ich habe mehr Lust auf Flammenflug, habe ich gerade mehr Lust auf Staub und Flammen. Deswegen werde ich, glaube ich, das als nächstes lesen. Ja, das war es eigentlich auch schon mit dem Update, weil so viel mehr zu berichten habe ich gar nicht. Ich werde jetzt gleich irgendwann später noch duschen gehen, weil durch die ganzen warmen Tage habe ich immer einen Dutt getragen. Jetzt sind meine Spitzen so richtig ekelhaft geknickt oder kraus und verknotet und es fühlt sich einfach nicht mehr nett an. Die müssen dringend gewaschen werden. Ja, deswegen gehe ich dann gleich duschen und ich würde sagen, dann beende ich das Ganze an dieser Stelle. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Lasst mir Kritik und Feedback in den Kommentaren da, auch gerne Videowünsche, so wie immer. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!